Weshalb denken Sie denn, dass die Notenbanken sich trotzdem darum sorgen sollten, wie ihre Politik auf die Ungleichheit wirkt? Ich glaube einfach, in anderen Politikfeldern ist die Verteilungswirkung einer bestimmten Politik ist eigentlich fast immer im Zentrum der Diskussion. Egal jetzt, ob es um Umweltpolitik geht oder um Steuerpolitik, dort wahrscheinlich am meisten, weil das wirklich so ein direkter Umverteilungsmechanismus auch ist. Aber die Verteilungsdiskussion, also jede Politikmaßnahme in der Regel generiert Gewinner und Verlierer. Und das wird immer sehr offen diskutiert. Bei der Geldpolitik ist das nicht so. Aber trotzdem, die Geldpolitik hat eben einen Einfluss auf die Verteilung. Und ich glaube, das ist das Problematische, dass das zu wenig explizit ist, dass es vielleicht auch zu wenig bewusst ist in den Köpfen von den Leuten.